Herzlich willkommen bei Funufunu. Herzlich willkommen beim zweiten Teil eines Videos, das ich mit der wundervollen Lautsprecherbox hier von Rockpot Technologies, der Atria 2, beschäftigt. Im ersten Teil ein wenig beschreibt, was an Elektronik, was an Aufwand Sie brauchen, damit dieser Lautsprecher gut klingt. In diesem zweiten Teil möchte ich auf den Sinn all dieses Aufwands eingehen. Sie sind sich vermutlich genauso bewusst wie ich selber auch, dass der Aufwand, den ich Ihnen hier gerade vorgestellt habe, nicht nur technisch gewaltig ist, sondern auch finanziell. Wenn Sie Lautsprecher, Elektronik und Plattenspieler sowie einiges Zubehör zusammenzählen, erreichen Sie mühelos eine sechsstellige Summe. Das heißt, diese Anlage kostet weit über 100.000 Euro. Und wenn Sie ein bisschen liebevoll und vielleicht auch mit ein bisschen spielerischer Lust diese Anlage perfektionieren, kann es Ihnen passieren, dass Sie bei 200.000 Euro ankommen. Ich bin mir auch bewusst, dass viele von Ihnen sich eine solche Anlage weder leisten können noch möchten. Selbst wenn Sie das Geld hätten, würden Sie dafür vermutlich irgendwas scheinbar Vernünftiges, in Anführungsstrichen, sich kaufen. Es gibt tausenderlei Dinge, die man für 200.000 Euro sich auch leisten kann, aber eben auch eine solche Anlage. Für wen also ist denn eine solche Anlage eine sinnvolle Investition? Lassen Sie mich dazu kurz ein wenig abschweifen. Ich hoffe, dass wir uns dann gedanklich wieder treffen. Gestern habe ich mir auf Arte eine Dokumentation angeschaut zu Neoklassik. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Begriff gibt. Neoklassik bezeichnet so eine, naja, man könnte auch sagen Crossover-Musikrichtung, die sich irgendwo ansiedelt zwischen Rock, Pop, Klassik und vielleicht auch Jazz. Also irgendwie alles bedient und zugleich finde ich auch nichts. Und in diesem Artikel wurde beschrieben, auch Komponisten und Künstler, die sich diesem Musikgenre widmen. Die meisten kannte ich gar nicht. Und ich saß da so davor und dachte mir, oh ja, das ist nett. Und die Meinung, soweit ich das verstanden habe, das Beitrag, es lief so auf die Richtung hinaus. Ja, das ist schöne Musik, die im Grunde jeden abholt. Man kann dabei entspannen, es tut niemandem weh, es ist schön, es ist, bedient so ein bisschen die Sehnsucht nach der heilen Welt. Gut, dachte ich, hake ich ab, schön. Dann saß ich heute früh bei der Zeitungslektüre und las in der Zeit einen Artikel über eine Frau, ungefähr in meinem Alter, also um die 60, die mit Klavierspielen begann, neu. Und die sich abmühte mit Haydn. Und die ganz zufällig auch auf Brendel zu sprechen kam, der bei mir zufälligerweise gerade für mich über meine eigene Anlage daheim spielte, eine Beethoven-Klaviersonate. Ich kam dann so ein bisschen ins Grübeln zusammen, offenbar, wenn man so will, mit der Dame, die diesen Artikel schrieb, wo denn eigentlich der Unterschied ist zwischen Neoklassik, also einer Musik, die im Grunde schön klingt, und dem, was da gerade vor mir der Herr Brendel mit dieser Beethoven-Sonate machte. Und zunächst fiel mir nicht viel ein. Und das ist im Grunde eine Situation, die uns jetzt wieder zurückführt, auch auf diese Haifa-Anlage, auf eine Anlage dieser interstellaren Preis- und auch Qualitätsregion. Wozu braucht man das? Wozu braucht der Mensch Beethoven, wenn es auch ein Audi oder Hauschka gibt oder Helene Fischer? Warum sollten Sie sich abmühen mit einer Händeloper über Stunden, wenn auch Helene Fischer in 3 Minuten im Grunde über Liebe alles gesagt hat? Was soll das? Ich glaube, einer der vielen Aspekte von klassischer Musik ist, dass sie zwar musikalisch einfache und durchaus auch eingängige Melodien bereitstellt. Nicht immer, aber meistens. Je moderner sie wird, vielleicht umso weniger eingängig sind die eigentlichen Melodien, aber ein Haydn, ein Mozart und vielleicht auch noch ein Beethoven können sie auch mitpfeifen auf der Straße und sich erfreuen an einer schönen Tonfolge. Wenn sie dann eintauchen in diese Musik, will sagen, sich mehr damit beschäftigen, mit zum Beispiel Haydn, Mozart, Beethoven, Bach, mehr über diesen Künstler, diesen
Komponisten erfahren, der ja vor vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten gelebt hat und bis heute bekannt und auch beliebt ist. Wenn Sie also mehr über sein Leben erfahren, über seine Lebensumstände, über die damalige Zeit, dann zugleich sich zum Beispiel für Beethoven Klaviersonaten interessieren, weil Sie vielleicht auch selber ein bisschen Klavier spielen, so wie ich. Ich klimper so ein bisschen vor mich hin und bin mir meiner engen Grenzen sehr wohl bewusst. Wenn ich also mir eine Beethoven-Sonate kurz auf der, wenn Sie so wollen, Urform, also auf Papier anschaue und dann anschließend mir die Interpretation mehrerer berühmter und guter Pianisten anhöre, merke ich, dass mit jedem Mal hören mein Verständnis tiefer wird. Dass ich jedes Mal neue Dinge entdecke und dass diese Musik unter ihrer scheinbar so netten oder auch vielleicht mal etwas traurigen Oberfläche, die Sie Melodie nennen können, ganz viele Geheimnisse versteckt. Wohingegen bei der Neoklassik ich das ausprobiert habe. Hören Sie sich ein Audi an, ein Stück, und hören Sie sich das dreimal an und dann hören Sie sich irgendein anderes Stück an, das klingt im Grunde genauso. Und da entdecken Sie auch nichts Neues. Es ist schön, Sie können sich entspannen bis zu dem Punkt, wo es dann sehr schnell langweilig wird. Während dieser Zustand bei einer Beethoven-Sonate mir jedenfalls mit meinen 60 Jahren bisher nicht passiert ist. Und ich höre seit etwa 50 Jahren Beethoven-Sonaten. Ich glaube, das ist der Unterschied bei Musik und auch bei solchen Anlagen. Nehmen Sie also an, Sie hören sich eine Beethoven-Sonate, gespielt von Brendel an. Nehmen Sie einfach populäres, die Mondscheinsonate, Hammerklaviersonate. Und hören Sie sich die zum ersten Mal an und Sie werden feststellen, ach ja, das ist ja nett, hübsch. Hammerklaviersonate ist schon ein bisschen, naja, nicht atonal, aber ein bisschen wirrer. Mondschein ist aber nett. Und dann hören Sie sich die 5-mal, 10-mal an über Ihre preiswerte Anlage, die Sie vielleicht haben. Ich will das ja nicht unterstellen, aber nehmen wir es mal an. Und dann werden Sie feststellen, dass auch das Stück sich schnell abnutzt. Und nun nehmen wir mal an, durch ein Wunder gewinnen Sie in irgendeinem Hi-Fi-Lotto und die Hi-Fi-Fee zaubert Ihnen eine solche Anlage nach Hause. Und nehmen wir zudem an, dass Sie auch neugierig sind, einfach Mensch. Sie sind interessiert an neuen Dingen, wollen wissen, was da passiert und haben auch durchaus Spaß und einen musikalischen Geschmack, der dem nahe kommt, was Beethoven komponiert hat. Und dann hören Sie über diese großartige Anlage, die ich Ihnen hier vorgestellt habe und die Ihnen die Hi-Fi-Fee nach Hause gezaubert hat, Beethoven Hammerklaviersonate. Das erste Mal, vielleicht noch ein bisschen sperrig. Das zweite Mal, och, ist vielleicht doch ganz nett. Das dritte Mal, schau mal hier, schau mal da. Das 300. Mal werden Sie sich dann möglicherweise mit dem Anschlag, mit der Technik auseinandersetzen, mit der Brendel jeden einzelnen Ton zu einem einzelnen Kunstwerk macht. Wenn Sie das dann entdecken, können Sie weitergehen. Es gibt ja 32 Beethoven-Sonaten. Dann gibt es Brahms, Chopin, Liszt, Haydn, Mozart. Ja, unzählige Komponisten, die unzählige Musik geschrieben haben. Und natürlich muss das nicht Beethoven sein. Sie können sich auch was anderes Schönes anhören. Zum Beispiel sowas Wirres. Ne? John Coltrane. Musik, die für jede Hi-Fi-Anlage eine Herausforderung ist, weil hier ganz viel wirres Zeug gleichzeitig passiert und die Hi-Fi-Anlage dafür sorgen muss, dass das so bei Ihnen ankommt, dass Sie dann mit Spaß diesen scheinbaren Unsinn entwirren. Und das hier zum Beispiel ist eine Erstpressung. Sowas kriegen Sie in den USA, ist nicht ganz billig. Sie können das auch als 45er Umschnitt, als Remaster, digital, alles Mögliche sich auch auf SACD besorgen. Und jedes Mal klingt das ein bisschen anders. Wenn Sie also dann auch noch eine Zeitreise machen möchten und neugierig sind, wie das denn damals wirklich gewirkt hat, dann besorgen Sie sich so eine Erstpressung. Über so eine Anlage
Ein Unterschied wie Tag und Nacht zu jeder High-End digital remasterten Super-SACD, die scheinbar völlig glatt gebügelt ist, während hier hören Sie die Ecken und Kanten. Das Revolutionäre dieser Musik. Nicht? Und ich bin kein Revoluzzer. Aber sich da rein zu versetzen, das ist, glaube ich, die Aufgabe der Kunst. Ihnen Möglichkeiten zu bieten, Dinge zu entdecken, die Sie sonst sich nicht trauen würden, nicht wüssten, dass es sie überhaupt gibt. Ein guter Freund war gestern bei mir, der auch Hi-Fi handelt. Und wir saßen hier vor dieser Anlage. Ich sagte, Mensch, hör dir das mal an, das ist ganz neu, was ich hier habe und ich finde das grandios. Der saß da mit offenem Mund und dachte, boah, das ist ja toll. Er meinte, weißt du, das besonders Geniale ist, dass diese Anlage auch leise spielt, weil wir hörten, wir unterhielten uns dann so nebenbei. Er meinte, das ist ja unglaublich, was diese Anlage leise an Bass kann. Nun dachte ich mir hinterher, das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich achte auf andere Dinge, aber ja, eine solche Anlage spielt leise genauso fantastisch wie laut. Wenn Sie eher ein Lauthörer sind und sich sagen, ach na ja, geh mir weg mit diesem Brendel, Mozart, Beethoven-Gedöns, das ist ja was für die Weicheier. Lass mal richtig knacken und krachen. Probieren Sie mal das da. Habe ich auch in anderen Videos schon gezeigt. Hier können Sie mal ausprobieren, was 150 Watt je Kanal mit einem solchen kleinen Tieftöner anstellen. Danach wissen Sie auch, wozu hier diese Leistung, diese gigantische Technik auch gut ist. Nämlich auch mal Kopf abschalten, die Dinge laufen lassen, sich zurücklehnen, Bierchen aus dem Kühlschrank holen und dann mal die Nachbarn ärgern. Hier ist ein Bass drauf, damit können Sie normalerweise auch Gebäude zum Einsturz bringen. Möchte ich nicht unbedingt, ich drehe also nicht ganz so weit auf, aber geht. Sehr schick. Was den Bass angeht, hilft Ihnen das nicht nur bei solchen extremen Aufnahmen hier, sondern auch mit sowas. Beethoven, Sonaten für Cello und Klavier. Das ist genialste Musik, unglaublich raffiniert komponiert, ganz intim, innig, Abgründe tun sich auf, die Sie auch entdecken können mit dieser Anlage. Und auch hier wieder das Gleiche, das ist Kunst. Mit einer solchen Anlage können Sie Kunst wirklich entdecken. Und zwar in einer Tiefe, dass jede preiswertere Anlage dagegen verpufft wie eine Sternschnuppe. Es ist fürchterlich, mit anzuhören in diesem Fall, nicht nur mit anzusehen, was passiert, wenn Sie über eine solche Anlage diese Musik sich anhören und auch gewohnt sind, über eine solche Anlage zu hören und dann wieder zurückgehen auf, na, es muss ja nicht gleich ein Sonos-Radio sein, sondern irgendwas, nicht in der Küche, sondern nehmen Sie an, Sie haben eine alte Anlage aus den 80er Jahren, legen Sie das auf und wenn Sie da nicht Kopfschmerzen kriegen, dann, was soll ich sagen, es ist Ihr Schmerz. Ich denke, wir sind in den letzten Jahren alle zusammen entwöhnt worden von der Suche nach Qualität. Wir hassen nur noch allem hinterher, was irgendwie billig ist, Schnäppchen ist, online über die großen Discounter zu kriegen und vergessen darüber, dass es eigentlich gar nicht darum geht, zum 200. T-Shirt noch 20 dazu zu kaufen für 2,99 10 Stück und damit die Umwelt zu belasten und Arbeitsbedingungen auch noch zu unterstützen, die völlig menschenunwürdig sind, wo diese Sachen produziert werden. Betrachten Sie eine solche Anlage auch mal aus dem Aspekt der Nachhaltigkeit, der Menschenwürde. Glauben Sie ernsthaft, dass jemand, der für 30.000 Euro Lautsprecher baut, irgendwelche menschenunwürdigen Lohnarbeiter irgendwo in Asien beschäftigt? Warum sollte er das tun? Die könnten das ja gar nicht bauen. Für sowas brauchen Sie hochqualifizierte, motivierte und entspannte Spezialisten, die sowas von gar nichts anderes wollen, als diesen Lautsprecher für Sie zusammenzubauen. Und wenn der dann keine Lust mehr hat, dann geht er auch nach Hause. Und deswegen gibt es von denen auch nicht so viele. Solche Lautsprecher werden von völlig verrückten Menschen gebaut. Und von völlig verrückten Menschen verkauft. Und von völlig verrückten Menschen, vielleicht ihnen, gekauft. Und vielleicht ist das gar nicht so völlig verrückt, dass man das macht, dass man leben möchte. Dass man diese wenige Zeit, die man auf diesem Planeten verbringt, mit schönen Dingen um sich umgibt. Überlegen Sie mal. Thema Nachhaltigkeit. Überlegen Sie mal, wie lange diese Geräte halten werden. Nicht 2-3 Jahre, dass gerade so die Garantie abgelaufen ist, wenn Sie so einen Krempel von irgendeinem Discounter sich kaufen.
Das hier, das hält 20, 30, 40 Jahre vielleicht. In 20 Jahren wird es wahrscheinlich technisch nicht mehr auf der obersten Stufe stehen. Bis dahin gibt es dann wieder bessere Sachen. Aber Sie können das, wenn Sie möchten, weiter benutzen. Oder Ihren Kindern, Ihren Enkeln vererben, verschenken, damit die einen Einstieg kriegen in die Welt der Kunst. Überlegen Sie mal, wie lange Ihre anderen Dinge halten, die Sie für das Geld kaufen. Überlegen Sie mal, wie lange Sie Ihr Auto fahren. Ja, es wird einige von Ihnen geben, die sagen, ja klar, 20 Jahre, kein Problem. Mein Oldtimer ist 60 Jahre alt. Ich gratuliere, macht Spaß. Aber die Mehrheit von Ihnen wird wahrscheinlich ein Auto fahren, das für die meisten Belange viel zu groß, viel zu schwer ist, viel zu viel Benzin braucht oder Strom, die Umwelt schädigt und Sie davon abhält, sich zu bewegen. Das heißt, es ist noch nicht mal gesund. Ich will Ihnen Ihr Auto nicht nehmen. Viel Spaß damit, selbstverständlich. Nur schauen Sie, ich wohne in einer Großstadt. Ich kann mir das leisten, einfach zu sagen, auch Auto brauche ich nicht, ich kaufe mir sowas. Mache ich auch. Worum es mir geht, ist, Ihnen auch rationale Gründe zu liefern, um zu verstehen, warum intelligente Menschen sich für eine solche teure Anlage entscheiden. Seien Sie sicher, die tun das nicht aus Geltungssucht, sondern weil Ihnen Ihr Leben wichtig ist. Kommen Sie doch mal vorbei, schauen Sie sich das an. Hören Sie mal, was das hier ist, was ich Ihnen über Video ja nur visuell übermitteln kann. Berlin ist ja nicht so weit entfernt. Egal, wo Sie gerade sind, es könnte die Reise wert sein. Danke für Ihre Zeit und viel Spaß beim Musikerleben.